Hallo und herzlich willkommen bei Flor de Sal, der Estrenk. Heute habe ich für euch einen schönen, sanft gebeizten Lachs, dazu Reibekuchen und eine Safran-Dill-Senfsoße. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen gemischtes Gemüse, also ein bisschen Lauch, Karotte, Sellerie, vielleicht ein bisschen Orangen fürs Beizen. Wir brauchen Kartoffel. Wir brauchen für unsere Dill-Senfsoße natürlich Senf, ein bisschen Honig. Wir brauchen einen Lachs von frischer Qualität. Und dann kommt mein Geheimtipp. Flor de Sal de Estrenk, dieses Mal mit Limone und Lavendel. Und für unsere Dill-Senfsoße werde ich ein Flor de Sal nehmen, das mit Safran gewürzt ist. Ich bin schon sehr gespannt und jetzt geht's los. Starten tun wir mit unserer Beize. Wir beizen den Lachs nämlich so ein bisschen. Dafür brauchen wir unser schönes Limonensalz. Dann geben wir ein bisschen Gemüse dazu. Das können wir wirklich ganz grob hobeln einfach. Da müssen wir uns gar nicht viel Mühe mitmachen. Ein bisschen Sellerie. Dann stelle ich mal zur Seite. Den einfach mit reinhobeln hier. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Lauch. Den können wir einfach klein schneiden. Auch der kommt mit in unsere Mischung rein. Dann nehmen wir uns so ein bisschen Gewürze, Nelken, Anis, Wacholder. Einfach ein bisschen zerdrücken. Dann ein wenig Zucker auch. Dann machen wir uns so eine richtig schöne Salzmischung und geben die auf unseren Lachs. Ja, und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wir alle kennen den gebeizten Lachs, den es bei den berühmten Frühstücksbuffets so gibt. Das kann man natürlich hier auch herstellen. Dafür würde man den Lachs jetzt tatsächlich über Nacht oder ich sag mal 7-8 Stunden in dieser Salzmischung liegen lassen, damit er komplett durchbeizt. Wir machen das Ganze aber in so einer halben Variante. Das heißt, ich lasse den jetzt einfach nur kurz da drin ziehen, dass er einfach so ein bisschen fester wird. Das Salz aktiviert das Protein so ein bisschen und gibt natürlich dann auch den entsprechenden schönen Geschmack. Lavendel und Limone dazu. So, dann gehen wir an unsere Dill-Senf-Soße. Dafür brauchen wir Senf. Und ja, dieses Rezept ist wirklich einfach zu merken. Man braucht einfach immer die gleichen Anteile. Und zwar ein Teil Senf. Ein Teil Zucker, beziehungsweise ich mische den immer gerne. Das heißt Honig und Zucker. Der Honig löst sich einfach schneller auf. Jetzt probieren wir nochmal. Ja. Und dann eben auch ein Teil Salz. Und da nehmen wir jetzt wirklich dieses schöne Safransalz her. Ah, das hat eine richtig schöne Aromatik. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wichtig ist erstmal, dass wir den Senf mit dem Zucker zusammen verrühren. Jetzt geben wir zu guter Letzt noch Öl rein.
auch da wieder ein Teil. Und jetzt sieht man schon, dass die Soße anfängt zu binden. Der Senf dient in dem Fall als natürlicher Emulgator und verbindet eben schön alle Teile miteinander. Und so bekommen wir diese richtig schöne, cremige Konsistenz. Probieren wir mal. Macht schon richtig Spaß. Ich gebe noch ein bisschen mehr Öl rein. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Und je mehr Öl wir reingeben, desto fester wird die Soße und das kann man natürlich dann selber bestimmen. Dann haben wir unsere Soße. Vorbei. Ein bisschen Dill noch, heißt ja schließlich Dill-Senfsoße. Jawohl. Den hier noch rein. Ja, jetzt ist es Zeit, unseren Lachs in den Ofen zu geben. Und den geben wir natürlich nicht so, wie er ist, in den Ofen, sondern jetzt nehmen wir die Beize so ein bisschen runter. Sonst wäre es eben zu viel und zu viel Salz. Aber wir sehen hier schon, wie eben das Salz hier gewirkt hat und ja, den Lachs so fast schon ein bisschen ledrig werden lässt. Das ist der Moment, wo eben das Salz ja, das Protein ein bisschen zum Denaturieren bringt und das Ganze so ein bisschen angegart wird. Wie gesagt, noch länger drin wäre der Lachs durchgebeizt, auch ein wunderschönes Geschenk. Aber genau das wollen wir einfach nicht, sondern nur eben diese leichte Beize. Dann nehme ich den jetzt raus hier. Nehme das Salz so ein bisschen runter. Man kann auch mal schon mal ein kleines Stück probieren. Ist ja top frisch. Wenn es ein bisschen zu viel Salz ist, dann einfach ganz kurz abspülen. Nicht zu lange, nur so ganz bisschen. Das Salz ist ja eingezogen und ein bisschen darf auch noch haften, aber es sollte eben auch nicht zu viel sein. Und ein bisschen trocken. Und dann liebe ich es, den einfach nur im Ofen zu garen, bei niedriger Temperatur. Einfach ein bisschen Öl hier aufs Blech. Normalerweise würde ich jetzt noch mal mit Salz und Pfeffer würzen, aber das brauchen wir nicht. Wir haben durch die Beize eben schon genug dran, deshalb einfach nur hier drauf geben. So, und jetzt bei niedriger Temperatur, so circa 5 Minuten garen. Wichtig ist, dass das Eiweiß eben nicht austritt. Und gar ist der Lachs tatsächlich, wenn man die Lamellen auseinandernehmen kann. Aber das zeige ich gleich. So, für unsere Reibekuchen Kartoffeln schälen. Eine schöne Schalotte dazu. Und dann reiben wir einfach alles in eine Schüssel. Am besten hier mit der feinen Reibe. Mit der feinen Reibe hat einfach den Effekt, dass wir schon relativ viel Bindung haben, dadurch, dass es so fein ist. Keine extra Bindung dazugeben müssen. Bitte nur so weit reiben, dass die Finger dran bleiben. Den Rest der Kartoffeln nehmen wir für Kartoffelsuppe. Und was wir eben noch machen ist, wir salzen die Masse ein bisschen ein. Und zwar nicht nur, um sie zu würzen, sondern auch, um ihr Wasser zu entziehen. Denn in dem Wasser, was wir jetzt gleich entziehen werden, sammelt sich dann gleich die Stärke, die wir dann gesondert wieder zur Masse dazugeben. Und damit nutzen wir einfach die natürliche Stärke der Kartoffel, um die Masse zu binden, ganz ohne Hilfsmittel. Das heißt, einfach ein bisschen Salz auf die Masse geben. Das heißt, einfach die Masse ein bisschen einsalzen.
Ihr merkt, Salz ist das Thema bei diesem Rezept. Pfeffer brauchen wir auch ein bisschen. Der Fisch ist jetzt gut. Weiter sollte er nicht garen. Hier tritt schon langsam das Eiweiß raus. Das ist dann eigentlich schon ein Zeichen, dass fast schon ein Ticken zu heiß geworden ist, aber ist noch alles gut. Und jetzt kann man eben hier auch drauf fassen und merkt, dass sich die Lamellen auseinander lösen lassen. Es ist jetzt Zeit, wirklich hier auszuschalten. Wir haben hier noch genug Restwärme, die den Fisch noch mal gart. Ich stelle ihn aber trotzdem jetzt noch mal hier drauf. Und dann schütten wir sie mal ab. Und drücken die Masse ein bisschen aus. Und in diesem Wasser da unten, da sammelt sich jetzt eben die Stärke. Das werden wir gleich sehen. Bis das soweit ist, können wir schon mal unsere Pfanne zum Braten vorbereiten. Reibekuchen müssen in viel Fett und richtig heiß gebraten werden. Das viele Fett ist einfach deshalb wichtig, weil sich in diesem Fett dann eben die Hitze schön gleichmäßig verteilt. Und wir wollen ja richtig schöne, knusprige, goldbraune Reibekuchen haben. Und ja, je mehr Flüssigkeit wir haben, desto mehr Wärmeleiter haben wir eben auch in der Pfanne. Und deshalb viel Fett richtig schön heiß werden lassen. Hier schauen wir mal, was jetzt passiert. Hier haben wir nämlich unten die Stärke, hier oben drauf das Wasser. Ich gebe das Wasser mal ab, dann können wir das richtig gut sehen. Hier diese weißliche Flüssigkeit, die hier eben auf dem Schüsselrand ist. Das ist die Stärke und die geben wir jetzt einfach wieder hier mit dazu. Und haben dann eine Masse, die schön trocken ist, die nötige Feuchtigkeit hat und vor allem aber trotzdem die volle Kraft der Kartoffel. Jetzt sind wir hier im etwas zu heißen Bereich. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen abkühlen. Wir können unsere Küchlein schon mal formen. Ja, und wenn die Reibekuchen dann eben ja, eine Kruste entwickelt haben, Röstaromen entwickelt haben, dann lösen sie sich auch ganz leicht vom Pfannenboden und man kann die Pfanne einfach schwenken und das ist dann eben das Zeichen dafür, dass sie richtig schön goldbraun sind. Dann drehen wir sie einmal. Durch dieses Schwenken verstärke ich nochmal den Effekt des Wärmeverteilens. So, unsere Reibekuchen sind fertig. Nach dem ganzen Fett ist es natürlich wichtig, sie ausreichend abtropfen zu lassen. Das geht am besten auf einem Küchenkrepp, dass das Fett dann eben aufsaugt. Perfekt und jetzt können wir anrichten. Ja, dann haben wir unsere schöne Dill-Senf-Soße. Die können wir dann auf den Teller geben. Zwei schöne Reibekuchen. Eins und zwei. Dann holen wir uns unseren Fisch. Wir können hier auch noch mal ein bisschen was drauf geben. Vielleicht noch ein bisschen frischen Dill. So frisch, ne? Ja, noch ein bisschen frischen Dill zur Garnitur und fertig ist unser leicht gebeizter Lachs mit unserem Flor de Sal de Estrenc mit Limonen- und Lavendelgeschmack. Dazu eben die Reibekuchen und die Dill-Senf-Soße.
Jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Die Rezeptur finden Sie unter flordesalle.com. Und ja, alles Gute, euer Nelson Müller und immer schön aufessen.